Amerika war immer ein Land großer Verschwörungstheorien. Mondlandung gestellt. Obama nicht in Amerika geboren. Und ich selber habe das Dokument, das das Weiße Haus damals unter Obama ins Internet gestellt hat, geprüft und habe gesehen, dass es eine Fälschung war. Ganz einfach, ob wo der jetzt geboren ist, weiß dort der Geier. Ist mir auch vollkommen egal. Kartellschurke. Aber dass das Dokument nicht echt war, das hat dann mein Grafiker bestätigt, der gesagt hat, das gleiche Grafiksystem, das sie zur Erstellung dieses Dokuments genutzt haben, nutze ich auch, wenn ich Dokumente erstelle. Na, wundervoll. Also 9-11, schreibt die Süddeutsche Zeitung weiter, CIA, Mord an John F. Kennedy, Fragezeichen. Und dann kommt gar nichts und dann sagt man gehe in eine beliebige Bar in Amerika, das ist alles verhandelbar. Das ist Journalismus heute. So platt, so dumm, so frech. Das hat sich überlebt, ihr Lieben. Dann der Hintergrund von seinem Gönner Leslie Wexner. 48 Milliarden schwer. Sind übrigens alles Zionisten, über die wir da reden. Leslie Wexner ist Zionist, Jeffrey Epstein Zionist, seine Ghislaine Maxwell Zionist, ihr Vater Robert Maxwell, alles Zionisten. Das ist ein reiner Zionistenklüngel.